Ja, damit willkommen zurück zu Let's Play Live Show und auch für dich auf YouTube. Willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Water. Ja, ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Es geht weiter. Hallo Chillerkiller, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wo wollten wir denn hin? Wollten wir hier weiter? Ich bin schon zweifacher Opa, aber immer noch jung. Cool. Die Musik erinnerte mich an Mozart. Oh, eine Hütte im Wald. Ich schreibe dir mal eben was, Flex. Ja, mach das. Mach das. Wir kommen hier rüber anscheinend. Und hier ist alles. Hallo. Ah, die Vögel zwitschern. Ich bin auch schon Papa. Ich Onkel. Und hier sind alles blaue Pflanzen. Das Maiglück? Nee, Maiglöckchen sind doch nicht blau, oder? Schwester. Okay. Wahnsinn. Ach, ist das schön. Gut, ich bin ich. Ich bin ich. Und da steht ein Haus im Wald. Das ist eine. Ist das. Hä? Ist es die Kirche von der anderen Seite jetzt oder? Ich glaube ja, ne, oder? Oder wo sind wir hier? Oder ist es eine andere Kirche? Nee, das ist ein Glockenturm, oder? Wo sind wir denn hier? Schon wieder ein Friedhof? Uah. Hallo Framerate, schön, dass du da bist. Dass alles so still ist und am Rascheln ist. 900 Kommentare. Die LPLS geht ab. Ja. Okay, wir kommen hier nicht rein anscheinend. Ja, alles klar. Mache ich dann. Lese ich dann später. Um was geht es in dem Game? Engrind, nenne ich dich jetzt mal. Ich hoffe mal, es ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte berichtige mich. Willkommen zur Let's Play Live Show. In dem Spiel geht es darum, du wachst hier in so einer Stadt auf, ich vermute mal in England wird es sein, und du musst halt herausfinden, was hier passiert ist, wo die ganzen Menschen hin sind. Und, ach, das ist von der anderen Seite. Ja, anscheinend sind hier einige Menschen verschwunden. Es scheint wohl eine Grippeepidemie gewesen zu sein. Alle haben irgendwie so Nasenbluten bekommen, aber ganz komisches Nasenbluten mit Kopfschmerzen etc. pp. Irgendwelche Dinge sind vor sich gegangen, wo wir nicht wissen, was hier passiert ist. Flexi, was hast du für ein Headset? Ich habe ein Turtle... Jetzt wollte ich schon wieder das falsche Wort sagen. So wie ich es auch in meinem Unboxing-Video auf YouTube gesagt habe. Ich habe ein Turtle Beach Headset PX22. Und, ja, aufnehmen auf der Capture-Karte mache ich gerade mit dem Mikrofon. Das ist ein Meteor-Mikrofon. Nee, Quatsch, ein Samsung. Ein Samsung. Samsung-Mikrofon. Nicht Meteor, Samsung. Jawohl. Okay, das war auf jeden Fall jetzt die Rückseite der Kirche gewesen. Gut, haben wir das auch gesehen. Und hier ist ein altes Gebäude, aber ich glaube, da kommen wir. Kommen wir da rein durch den Busch vielleicht? Ich probiere es mal. Nee. Nee. Okay, geht's nicht. Scheint aber auch nicht drin zu sein. So. Ich gehe mal hier im Wald entlang. Boah, jetzt kommt gleich der Slenderman. Der steht gleich irgendwo. Slender. Guten Abend, Niki. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bei mir ist scheiß Quali. Oh, das ist schlecht.
Wenn bei dir scheiß Quali ist, das ist nicht gut. Aber du kannst, wie gesagt, alles nochmal nachverfolgen auf YouTube. Ich werde ja die Folgen hochladen auf YouTube mit super Quali in Full HD. 1080p, 60 Frames. Hexe schießt den Vogel. Was? Was? Wieso? Ich habe kein Gewehr. So. Mein Gott, 45 Zuschauer. 45 Zuschauer schon wieder. Seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Einschalten. Morgen mit Wattebart. La, la, la. Mystery Horror Game. Mystery Adventure. Horror weiß ich nicht, aber manchmal ist es schon eine sehr bedrückende und gruselige Stimmung. Also, ich kann es dir noch nicht beantworten. Ich bin auch noch nicht sehr weit jetzt hier im Spiel. Haben nur ein paar, wie gesagt, Details rausgefunden. Was ich gerade halt erzählt hatte mit diesem, dass hier wohl irgendwie so ein Virus herrscht oder sowas. Mehr weiß ich auch noch nicht. Kann es dann Nacht werden? Weiß ich auch nicht. Hallo Konsumer. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich schau mal kurz rein. Jo, mach das. So, von da sind wir gekommen, ne? Aber die Geschichte ist schon sehr interessant. Also ich will echt herausfinden, was hier abgeht, was hier passiert ist. Na, magst du es? Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich sehr geflasht. Man muss sich halt dran gewöhnen. Das ist halt kein Action, kein Baller, sondern eher so, ja, du musst halt selbst herausfinden. Das ist halt so eine interaktive Geschichte, sagen wir es mal so. Ne? Preis, ich glaube, für Plusmitglieder 13, 14 Euro so um den Dreh ist es. Also nicht gerade sehr teuer, aber es lohnt sich. Für die, die sich natürlich darauf einlassen. Und es klingelt schon wieder ein Telefon. Und wir schauen mal, was wir jetzt von der Geschichte erfahren. Ich bin sehr gespannt. Es war schon beim Umschaltwerk Harrington, bevor wir die Leitungen cutten konnten. Der Verteiler dort hat gerade willkürlich Nummern gewählt. Und die Symptome dort sind dieselben wie hier bei uns? Übelkeit, Kopfschmerzen, Nasenbluten und später Blutungen. Dann bloß Licht, was auch immer das heißen mag. Dann müssen wir es aufhalten, bevor es irgendwie aus dem Tal rauskommt. Clive, du musst einen Angriff anordnen. Was? Einen Luftschlag. Wir müssen es ausschalten. Nein. Nein, das sehe ich anders. Das Tal steht unter Quarantäne, die Leitungen sind gekappt, es ist eingedämmt. Und wenn du dich irrst, kannst du das wirklich vor dir verantworten? Steven, ich sagte, es ist eingedämmt. Steven, es ist eingedämmt. Wir müssen die Leitung kappen, bevor es irgendwie aus dem Tal rauskommt. Wir müssen einen Luftschlag anfordern. Was ist hier passiert? Was meinen die damit? Es ist eingedämmt. Was? Ich bin schockiert, aber gleichweg auch sehr neugierig. Was könnte das sein? Hallo ihr Lieben, freundliches Empfangskomitee, ja. Ich höre schon wieder ein Telefon. Das müsste da hinten sein. Ich schaue nochmal eben kurz hier, ob wir hier bei der Hausnummer 21 reinkommen. Schauen wir mal. Nein, ist verschlossen. Was, Flexi? Ich mag dich und du magst mich. Wir umarmen uns und ein Küsschen gibt's auch. Oh, wie süß. Dankeschön. Voll lieb von dir, danke. Aber nicht, dass ein Freund eifersüchtig wird. Nein. So. Kommen wir rauf? Glaubst du, dass die ganze Welt befallen ist oder nur England? Ist schwer zu sagen. Ich kann ja mal ein paar Vermutungen ausstellen. Also, wie gesagt, wir wissen, die Menschen wurden hier eingekesselt. Also, sie wurden hier quasi unter Quarantäne gestellt, weil wohl virusmäßig angeblich sie vermutet haben, dass hier was ausgebrochen ist. Sie hatten halt dieses Nasenbluten und alles und sie wussten selber nicht, was es ist. Die Sternwarte hat damit irgendwie was zu tun. Was genau, weiß ich auch nicht. Und ob die ganze Welt, ich weiß es nicht, weil man weiß ja nicht genau, wo sind die Leute hin.
Warum sind wir hier alleine? Wer sind wir natürlich auch? Das wissen wir natürlich auch nicht. Also wie gesagt, ganz große Spoilergefahr natürlich auch, der jetzt hier reinschaut und sich das Spiel selber angucken möchte. Bitte kurz weghören. Denn es gibt wieder etwas zur Story zu erfahren. Hallo, Frank Appleton, Breaker Lost Cowboy, hier ist Traveling Sherlock. Hörst du mich, over? Du alter Spinner, Charlie, am Telefon brauchst du das nicht zu sagen. Du nimmst das viel zu ernst, Appleton, ich sag's dir. Es ist ernst, ich albere nicht herum. Hast du wieder den Zahlensender gehört, Frankie? Das ist nicht lustig. Es ist sehr ernst und das solltest du respektieren. Also, du willst vermutlich wieder was trinken gehen, nicht wahr? Ich gehe jetzt ins Whistler. Diesmal geht's auf mich. Ha, sag ich nicht nein. Frank, hast du den Himmel gesehen? Der ist irre. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt deine poetische Ader entdeckt hast, Charlie. Also sie haben jetzt auch was, wie gesagt, wer jetzt nicht mit hören möchte von der Story halt, soll jetzt bitte weghören, weil Spoiler Alert, in Anführungsstrichen sage ich jetzt nochmal, für dich auf YouTube, du guckst es ja wahrscheinlich, weil du es dir angucken möchtest, sie haben jetzt auch was vom Himmel wieder geredet und wir haben vor kurzem bei den älteren Damen, wo wir gewesen sind, die haben auch was gesagt von Gewitter. Also kann es ja sein, One Gelato, ich grüße dich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Vermute mal, vielleicht ist es vom Himmel gekommen. Ich weiß es selber nicht. Ja, worum geht's in dem Spiel? Viele fragen mich das heute. Es geht halt darum, dass du hier aufwachst. In der kleinen Stadt in England ist es, glaube ich, vermute ich mal. Da war gerade, glaube ich, die Frage, ist es nicht Holland? Nein, ich glaube, es ist England. Und zwar geht's halt darum, du wachst hier auf, du weißt selber nicht, wer du bist. Du musst halt, ist halt eine interaktive Geschichte. Die Menschen sind alle weg. Wir haben halt herausgefunden, ich weiß nicht, ob du es wissen willst. Wenn, dann bitte schreib's gerne, weil dann kläre ich dich auf. Ist das, was heißt das komische Licht, Jeremy oder ist man das selber? Nee, das ist nicht mehr Jeremy, das ist Wendy jetzt. Wendy, wir sind ja jetzt gerade im neuen Gebiet. Wendy zeigt uns jetzt ein paar Sachen. Und, ja, ich schau mal hier weiter. Ich gehe einfach mal hier weiter, der Straße entlang. Da sind auch schon wieder diese blauen Pflanzen. Schlimm, schlimm. Was? 971 Kommis? Okay. Kläre mich auf. Okay, also. Wir haben halt... Harry hat heute Morgen angerufen. Es gibt wohl ein Problem mit Harry. Er meinte, er reicht keinen Tierarzt. Darum wollte ich mal vorbeischauen. Heute liegen so viele tote Vögel rum. Hier auch jede Menge. Die armen Tierchen. Ich habe versucht, Stephen zu erreichen. Er weiß immer, was zu tun ist. Überfahren? Keiner von ihnen ist hier. Wenn wir Glück haben, hat sich der Köter überfahren lassen. Er hat bestimmt die Tollwut. Okay, also. Bald haben wir die 1000 geschafft, ja, genau. Also wir haben rausgefunden, wie gesagt, der Ort ist menschenleer. Wir wachen auf und wir haben rausgefunden, dass wohl der Doktor, den wir auch da getroffen haben, beziehungsweise auch so eine Geschichte da, die wir erfahren haben, dass die Menschen alle befallen worden sind von einer Art Grippeepidemie mit Nasenbluten. Und einige Menschen sind sogar verschwunden auf, ja, unbekannter Weise und sind auch nie wieder aufgetaucht. Wie gesagt, sie sind hier in Quarantäne gehalten worden. Und man hört immer wieder ab und zu im Radio so Warnmeldungen, Warnhinweise mit einer Zahlenfolge, die uns noch nichts sagt. Und wir versuchen das Ganze natürlich herauszufinden. Wie lange geht der Stream noch? Das wird noch ein bisschen gehen, Chiller Killer. Da kannst du auf jeden Fall, ja, gefasst machen, dass wir noch ein bisschen spielen werden. Nee, es wird heute länger gehen, denke ich mal, wie 24 Uhr. Weil ich möchte gerne doch schon... Ich will's... Vielleicht spielen wir es heute durch. Ich weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht spielen wir es heute durch. Nein, nicht mit Tränchen. Was? Nein, heute denke... Ich denke mal, also heute wird es auf jeden Fall länger gehen, weil ich habe voll Bock, das durchzuspielen. Ich will wissen, was hier los ist. Mir brennt das auf der Seele. Ich will's wissen. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Was? Sag nochmal, Chiller Killer, du sagst es so toll, was? Okay, hier kommen wir nicht rein.
Ja, willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zum Live-LP. Das landet auch auf YouTube, falls ihr was verpasst haben solltet. Everybody's gone to the rapture. So. Das ist das normale Schritttempo. Wir können ein bisschen rennen, aber ich glaube, da ist, glaube ich, gar nicht vonnöten, um die Atmosphäre auch so ein bisschen einzusammeln. Wer will Kaugummi? Was? Kaugummi? 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 Ich nicht gerade. Danke. Überall diese toten Tauben. Und wir haben ja... Ich weiß jetzt nicht genau für dich auf YouTube, welche Folge das war oder für ihr im Stream. Ach ja, Everybody's Gone to Watte. Genau, Everybody's Gone to Watte. Ich vergesse es immer, danke dir. Wir haben ja herausgefunden, oder beziehungsweise haben wir in irgendeinem, ich weiß jetzt nicht mal wann es war, das Buch mit der Chaostheorie gefunden. Und ihr wisst, der Schmetterlingseffekt, Chaostheorie, dass wer das Let's Play oder beziehungsweise den Livestream bei mir gesehen hat mit Life is Strange, Chaostheorie, Schmetterlingseffekt und wovon ich gerade geredet habe, Schmetterling, Tipworth, Woods, dass halt, sobald man die Vergangenheit ändert, sich die Zukunft ändert und dann halt, Chaostheorie entsteht und, wir müssen mal schauen. Ich wollte noch mal kurz da hinten schauen, da haben wir, bevor ich jetzt hier weitergehe, war da hinten noch ein Weg gewesen. Gehen wir noch mal da lang. Die Watte hat sich ausgelutscht. Everybody's gone to the Watte. Wer es gerade nicht versteht, warum ich das sage, lasst es euch einfach aufklären in der Community. Yeah, 1000. Alter, 1000 Kommentare, Alter. Jetzt überlege ich mal, das würde bei Zuschauerzahl stehen. Ich glaube, ich würde auch vom Stuhl fallen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, hier ging es weiter, ne? War das genau hier, glaube ich? Everybody's gone to the Nackig. Überleg mal, das mit den 1009 würde jetzt links stehen. Ich glaube, vor lauter Tränen in meinen Augen könnte ich, glaube ich, nicht mehr spielen. Geht's hier auch noch? Ah, ne, da geht's ja nur, genau, da geht's ja nur da lang. Es ist nur logisch, dass, wenn man die Vergangenheit ändert, dass die Zukunft sich ändert. Ja. Baba einen Kuss geben, genau. Baba einen Kuss. Waren wir. Ah, hier waren wir schon, ne? Genau, hier waren wir schon gewesen. Ach, das ist nur. Okay, hier geht's nur hier lang. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Dann. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir da nichts verpassen. Ne, möchte ja schon alles entdecken. Und alle Geschichten erfahren. Lexi, was? Ja, schlaf gut, die beiden, macht's gut. Ne? Danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, wenn du was verpasst, auf YouTube einfach vorbeischauen. Wenn ich die Folgen hochgeladen habe, kannst du ja dann nochmal schauen. Und vielleicht spielen wir ja morgen weiter, wenn wir es heute nicht schaffen sollten. Aber ich weiß, ich werde es auf jeden Fall versuchen, heute durchzuspielen. Je nachdem, wie lange wir noch brauchen werden. Ich weiß wohl, dass das Spiel eine Gesamtspielzeit hat von 6 Stunden. Jetzt natürlich die Frage, 6 Stunden mit genau alles angucken oder 6 Stunden durchlaufen? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Genau, bis morgen dann. Tschüss. So. Ja, Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Da ist schon wieder Wendy, die uns wieder was zeigen möchte. Ich komme ja schon, Wendy. Jetzt schon seit anderthalb Jahren. Harvey, komm hierher. Komm, Harvey. Komm her, Harvey. Na komm schon. Harvey. Die suchen ihren Hund. Beziehungsweise, die haben ihren Hund gesucht. Wendy ist genauso penetrant wie Jeremy vorhin. 2 Uhr morgens. Oh, müde. Was, müde? Ich glaube, da geht's weiter. Moment, mal kurz hier schauen, ob hier was ist. Aber ich glaube, da geht's nur in den Wald. Denn ihr wisst ja, im Wald ist mir immer kalt. Schlechter Witz. Naja.
Da war das Auto mit dem Telefon. Gut, dann gehen wir erstmal da weiter, wo Wendy uns das zeigt. Habe ich doch gesagt. Habe ich vorhin noch gesagt. Wendy ist eine Pferdezeitschrift. Wie gesagt, also der Stream wird heute auf jeden Fall länger gehen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Und falls ihr, wie gesagt, was verpasst, ich werde die Folgen ja auf YouTube hochladen. Ist ja ein Live-Let's Play. Also ihr verpasst da quasi nichts. Ne? Ach, wie schön. So, was? Schieb schon. Schieb das blöde Ding. Schieb du doch. Ich hab doch gesagt, das klappt nicht. Wir hätten das Auto nehmen sollen. Das ist eine bescheuerte Idee. Hierher zu ziehen war bescheuert. Und Barbara hat gesagt, die Straßen werden gesperrt. Barbara. Dann geh doch nachsehen. Was ist das, Harvey? Harvey! 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 Hierher! Komm her, Junge! Okay, sie haben Harvey gehört. Der Harvey kam aber auch klang, als ob der von da hinten kommt. Das müssen die mal patchen, wenn man die PlayStation-Taste drückt, um auf die Uhr zu gucken. Der Stream nicht beendet wird. Ja, das stimmt. Ja, nicht nur auf die Uhr zu gucken, um einfach jetzt, sag ich mal, ins PlayStation-Menü zu gehen, um irgendwas anzustellen. Weil wenn ich jetzt ins PlayStation-Menü gehe, habe ich das Problem, dass eventuell der Stream abkackt dann. Ne? Also, ich schaue bis zum Schluss. Supi. Vielen lieben Dank, Langkasper. Wir sind einer, der die Stange hält. Ja. Er hat gesagt, Stange halten. Ja, ist ja gut, Wendy. Bin ja schon da. So. Ich höre einen Zug. Da oben ist, glaube ich, ein Zug, wenn ich das richtig sehe. Hier schon wieder ein Pogo-Stick. Disco, Pogo, Tingelingeling. Ich auch, me too, ich auch. Stange halten. wir haben 2 Punkte. Hier ist. Ah, Moment. Verheiratet. Du musst damit aufhören. Er ist noch immer in dich vernarrt, Elisabeth. Er ist gegangen. Es ist zu spät. Ihr habt euch schon geliebt, lange bevor sie aufgetaucht ist. Ich will doch nur, dass alles so ist, wie es sein sollte. Wendy, nein. Am Ende werdet ihr euch sowieso über den Weg laufen. Ein Drink. Was ist schon dabei? Och, ein Drink. Vielleicht. Ein Drink. Wunderbar. Was stand da gerade? Planst du mal einen 24-Stunden-Stream beziehungsweise 48 oder 96-Stream? Ich habe schon mal einen 24-Stunden-Stream gemacht bei Folge 100 der Let's Play Live Show. Gibt's auch auf YouTube zu sehen. Die Folgen sind alle online. Auf YouTube kannst du dir da nochmal ansehen. Und ja, ich plane nochmal einen 24-Stunden-Stream zu machen. 48 Stunden, ich glaube nicht. Und 96, das sind vier Tage. Nein, ich muss ja auch irgendwann nochmal leben. Ja, und ja. Nein, ich glaube nicht. Aber 24 Stunden auf jeden Fall. Wann? Lasst euch einfach überraschen. Ja? Schaltet regelmäßig die Let's Play Live Show ein, dann werdet ihr das schon erfahren. So, da war die Brücke und da. Ach, jetzt kommen wir wieder hier hin. Okay. Da ist wieder ein Radio. Von Steven. Er will den Empfänger abschalten wegen irgendwelcher Vorkommen im Tal. Es gibt stoßweise elektrostatische Entladungen aus Turm 6. Die ganze Elektrik am Haupttor ist durchgebrannt. Ich werde nachsehen, sobald sich der Datenstrom hier ein bisschen beruhigt hat.